Haben wir denn gar keine Munition mehr für sowas? Ja, gerade eben haben wir eine ganze Munition gekriegt. Jetzt auch schon wieder weg. Audiolog. Was zum Teufel? Zurück! Einen Schritt näher und ich erschieße ihn. Verraten Sie mir sofort die Zugangscodes zur Frachtbucht. Sie Vollidiot, hier ist die Weiterverarbeitung. Warum sollte ich diese Codes haben? Lügen Sie mich nicht an. Ich bin's leid, dass alle mich anlügen. Es hat höchste Priorität, dass ich den Marker bekomme. Spucken Sie jetzt die Codes aus. Ich habe sie nicht. Ist das das, was Sie mit dem Captain gemacht haben? Na los, erschießen Sie mich, wenn Sie wollen. Idioten! Nur so kann man es aufhalten. Der einzige Weg, das alles zu beenden. Der ist total durchgeknallt. Ruf mal jemand die Security. Oha. Naja. Ich weiß nicht, soll ich das Ding kaputt machen? Schieß einfach drauf. Unser Inventar ist übrigens voll. Ja. Was ist das denn hier eigentlich? Ach, das ist von der Energiekanone. Die ist gar nicht so gut, ne? Nee. Ich mag die nicht. Dauert viel zu lange. Nein, das ist die Energiekanone. Das ist die Energiekanone. Ja. Doch, die mag ich. Ist aber halt nur. Die macht keinen Schaden, das ist das Problem. Ja, mehrmals. Du musst halt mehrmals mit drauf schießen. Und du musst halt nah an den dran stehen. Wenn halt zu viel ist, ist es halt scheiße. Eine Speicherstation. Aber du kannst halt die Granate werfen. Darfst halt nur nicht daneben stehen. Ja, aber gerade eben habe ich einen voll mit der Granate erwischt und dem hat's nichts ausgemacht. Ja, ich meine, hast du die Munition, kannst du ja immer benutzen. Ja. Kann man dir helfen? Nein. Dann nicht. Obwohl er Help sagt, ne? Zumindest verstehe ich das. Verstehe ich nur. Tschö. Wiedersehen. Viel Spaß noch mit deinen Tentakeln. Das hat nicht so eine Reichweite. Genau. Einer ist tot. Hätte ja sein können. Voll auf dem Präsentierteller hier, ey. Links das. Einer reicht. Man weiß ja nie. Aber wenn die Tentakel wegfliegen, ist es kaputt. Ja, das stimmt. Ah. Verdammt. Ist aber gar nicht so einfach hier. Du kannst auch eine Plasma-Cutter nehmen. Nee, da haben wir nicht so viel Schuss für. Also wie auf Präsentierteller hier mit dem voll gemein, ey. Scheiß Lahmteil. Ich hab mal ein Medikit reingeworfen. Haben ja so viele. Und die hat gerade noch ein kleines gefunden. Da kommt jetzt auch noch irgendwas. Was kann ich wegpusten? Let your tools do the talking. Aha. Interessant. Ja, du darfst gerne aufmachen. Hallo. Isaac? Bist du das wirklich? Es kommt mir vor, als wäre es ewig lange her. Aber ich kann dir helfen. Nein. Komm mit mir. Nein. Frauen sind in sowas immer scheiße. Das war bestimmt eine Halluzination. Ja, was soll sonst sein? Weil unsere Frau ist ja angeblich tot, ne? Erstmal wieder alles nachladen. Okay, jetzt müssen wir mal gerade irgendwas rausschmeißen. Ein mittleres Medikit. Oh, wir gerade eben Halbleiter verkaufen können. Ja. Hau raus. So, ich schmeiß jetzt erstmal hier zwei hin. Kriege ich denn jetzt irgendwie die Muni? Ne, musst du nochmal aufsammeln und woanders wegwerfen. Okay, jetzt schmeißen wir sie hier hin. Wir müssen ja eben bestimmt nochmal zurück. So, dann können wir sie, wenn wir dann noch Platz haben, wieder aufheben. So. Ich hab glaube ich, ja, hab ich. Egal. Eins lassen wir mal liegen. Der Sender ist im Lagerraum neben dir. Ich glaube, ich kann das Schloss von hier aus deaktivieren. Warte kurz. Als ob die hier so unbeschadet einfach nur leben kann. Hey, unser Freund. Da war sogar was versteckt. Weißt du, wo ich das hab verschwinden lassen? Ja, das weiß ich noch. Ui. Hat sich ja gelohnt. Aber einer hätte sie mit drauf gehen lassen wahrscheinlich.
Ach, Quatsch. Irgendwie hat Stase gerade voll daneben. Das ist wahrscheinlich zu weit. Musste auch mit rechnen wohl. Jedes Mal, wenn ich mich umdrehe. Wow! Wusste doch, dass jetzt hier auch einer kommt. Links kommt auch wieder einer. Ich warte. Vielleicht ist sie gar nicht. Ja. Für den Nahkampf? Stimmt. Und halt Leertaste für den Fernkampf. Kommt noch mehr. Tschüss. Kannst du mal voran machen? Meine Fresse, Frauen sind immer so lahmarschig. Oder brechen sich kurz vorher das Bein. Okay, die Tür ist dicht, entriegelt, Eisen. Ich kann nicht zu dir kommen, aber ich werde einen Weg finden. Ich liebe dich. Das hier wird bald vorbei sein. Irgendwie traue ich dir nicht. Ha, keine Ahnung. Okay, also, unsere Munition ist gleich null. Hier liegt auch soweit nichts mehr rum. Aber hier ist ein Knoten. Schon wieder, das sitzt unser zweiter? Dritter. Ich glaube, ganz am Anfang haben wir einen, unterwegs nochmal einen und einen hatten wir uns ja auch gekauft und hier ist nochmal einer. Hey, ich hatte eben kurz dein Signal verloren. Ich hab Nimm Stasepack und dann das Medikit mitnehmen oder das da. Dann also auf zum Schiffdeck und bringe ihn da an dem Asteroiden an. Ich habe die Flugbahn mehrmals durchgerechnet und wenn wir ihn bald abfeuern, stehen die Chancen ganz gut, dass er einen sicheren Abstand erreicht und senden kann. Immer noch kein Zeichen von Simmons. In dem Zustand, Anzug in dem er Level war, glaube ich nicht, dass er noch lebt. Hä? Okay. Müssen wir nur mal gerade gucken. Ohne. Schmeiß nochmal Medikit raus, wir haben so viele ja, davon. Ja, jetzt ist ja so. Zum Aufheben. Ja, das Aufhebensystem ist so ein bisschen... Ja, geht ganz an den Rand und schmeißt das Medikit raus. Ein bisschen dämlich gelungen, ne? Wenn man so sagen darf. So. Hier lasse ich nochmal zwei. Wir hatten ja gerade eben noch eins unterwegs liegen lassen. Aber die hatte unser Signal verloren, ne? Hat sie gesagt. Während wir hier die ganze Zeit mit unserer... Ich weiß gar nicht, Freundin, Frau, was auch immer das noch ist. Ja, müsste ja die Frau sein. Komm, jetzt nimm das Medipad mit. Ich meine, es liegt so einsam da. Jetzt mach ich bereit, sind wir wieder auf dem Präsentierteller. Ich nehme mal direkt die richtige Waffe dafür. Habe ich ja schon wieder wo was gehört. Ah, da. Auf der anderen Seite doch auch, ne? Oh. Wo ist noch was? Boah, komm! Übertreib halt! Das ist fies Matsch. Links. Links, links, da. Ha! Volltreffer! Was? Das Ding ist nicht tot? Ach, das war ein Doppeltreffer dafür. Wo ist noch was? Da ist noch was. Wieder bei dem Tor. Oh Mann, ey. Was? Hinter dir. Okay. Hallo. Seid ihr meine Freunde? Sicherlich, ne? Nicht die Leertaste benutzen, wenn du neben denen stehst. Ist aber effektiv. Ja, aber nicht, wenn du neben denen stehst. Stets die Sicherheitsausrüstung zu tragen. Komm, lass ihn. Ja. Wir sind wenigstens einem das Leben noch schenken. Speichern wir aber dafür nochmal.
Leben und leben lassen. Gott, ey, ist das hier wieder ein Level. Das wäre genau das Richtige hier am heutigen Abend. Jetzt wäre so ein Shop cool, ich hab Bock auf den Anzug. Ja, der Anzug wäre jetzt echt nice. Und wir haben ganz viele Halbleiter, die wir noch verkaufen können. Das war so klar, du Penner. Aber den hat Zeug mitgerissen. Was ist das denn noch? Feedback. Achso, ja, warum auch nicht. Unterwegs. Es war eine Sicherheitsabschottung, obwohl ich bezweifle, dass es ihm geholfen hat. Da du jetzt den Sender und den Schlüssel hast, solltest du herkommen. Scheinbar wird der Asteroid von Gravitationsstrahlen an Ort und Stelle gehalten. Du wirst sie deaktivieren müssen, bevor du ihn starten kannst. Bla bla bla. Also auf zum Abbau, würde ich mal sagen. Ja. Die Ebene, wo wir nicht reinkamen gerade eben. Aber so wie die gerade eben ist, kann er mal nicht etwas leicht sein, ne? Ja. Immer kompliziert. Da stinkt's. Ich glaube, da laufen, glaube der Sauerstoff ist dann direkt weg. Ja, ich glaube es auch. Doch oder auch nicht. Einfach mal blind reinschießen. Wow. Ja, er schießt blind zurück. Manchmal kann man was sehen, manchmal nicht. Na? Wo ist noch wer? Da ist noch wer. Ich glaube, direkt zwei. Ja. Sonst noch wer? Musik hört auf. Immer ein gutes Zeichen. Oh, man sieht hier aber auch gar nichts. Müssen wir lang? Da müssen wir lang. Dann gehen wir erstmal in die andere Richtung. Da hinten ist sogar noch was. Ich hab was gehört. Das Nachladen geht mit der Waffe so mega schnell. Ja. Aber leider ist sie auch mega schnell leer. Ja. Die Waffe gefällt mir halt nicht, die ist so langatmig. Aber ich glaube, hier gehen wir. Wow. Dafür ist sie halt, wenn man sie schon vorausgeladen hat. Ja, aber wenn er halt daneben schießt, dann hast du halt natürlich auch ein Problem, ne? Das stimmt. Guck mal hier. Extra für uns. Ein paar Kisten. Nein, keine Kisten. Verdammt. Ich glaube, die sind verbuggt. Ich glaub's auch. Naja, verbuggt ist ja nicht schlimm. Hilft uns ja nur. Hier ist sogar eine Werkbank. Gucken wir mal rein. Wir waren bei der Energiekanone, ne? Ja, ich würde jetzt auf Schaden gehen. Vielleicht schaffen wir es dann mal, wenn einer nah genug an dir dran ist. 3 Schadenspunkte. Den zu One-Hit. Wir hätten jetzt noch einen Knoten. Halten oder direkt reinsetzen? Ich würde direkt reinsetzen, nachladen. Ja, und dann Schaden. Ich meine, Kapazität kann man weglassen. Ja. Okay. Damit ist die dann... Uah! Siehst du? Sobald man daneben schießt, hast du halt die Arschkarte. Ne? Ist nicht so gut. Weil ich ja eigentlich durch den durch gerade geschossen habe, ne, also... Ja, aber es ist einfach... Das ist die Waffe ist Schrott. Wenn man daneben schießt, dann hat man eine Arschkarte, weil bis dahin ist, sind die wieder bei einem dann bei... Tja, dann müssen wir uns da nochmal eine neue Waffe für holen, ne? Aber bis jetzt reichen die drei, ja. Ja gut, aber nochmal eine vierte als Ersatz wäre ja auch nicht schlecht. Ich würde da noch nicht lang gehen. Ja, ich wollte gerade sagen, das Gefühl, dass man hier sowieso irgendwann mal lang müsste. Da ist eine Speicherstation. Da liegt doch noch was.